So, Aufnahme läuft. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video auf Schwert der Wahrheit. Ich bin heute zu Besuch beim David. Einige von euch, die auf Telegram auch sind, werden sein Video schon kennen. Und David, worüber wollen wir heute reden? Wir fangen mal mit Geld an, oder? Ja, das ist ein Thema, was sehr unbeliebt ist und wo man sich immer unbeliebt macht, wenn man es anspricht. Aber meiner Meinung nach ist es echt wichtig, dass die Leute ihre Ersparnisse über die Zeit, die jetzt kommt, drüber retten können und wenigstens ein bisschen Informationen darüber kriegen, wie man das vielleicht machen kann. Warum müssen die Leute um ihr Erspartes fürchten? Was passiert gerade? Na, wir erleben gerade eine Inflationszeit, eine Zeit, in der das Geld entwertet wird, wo über ständige Gelddruckerei versucht wird, über die wirtschaftlichen Krisen und auch die Sache mit der Pandemie hinweg zu täuschen und Ja, also wie du vorhin im Vorgespräch erklärt hast, normalerweise müssten wir jetzt durch einen Einbruch der Nachfrage, die Leute trauen sich nicht mehr zu konsumieren, weil sie Angst haben. Das heißt, es gibt einen Einbruch der Nachfrage. Normalerweise müsste jetzt eine Deflation in Gang gesetzt werden, genau, die das. sich insbesondere auf dem Immobilienmarkt als verheerende Abwärtsspirale normalerweise manifestiert, die dann irgendwann eine Eigendynamik entwickelt. Genau, also vom Szenario her bewegen wir uns im Moment in dem Bereich, den der Markus Krall schon sehr schön zusammengefasst hatte. Zuerst kommt die Deflation, danach die Inflation und dann werden wir ein Währungsreset, eine neue Währungsreform erleben. Aber durch das Drucken von den Zentralbanken sind wir jetzt in eine andere Stufe eingetreten. Diese Deflation wird mehr oder weniger weggedruckt Weggedruckt, mit dem genau. ganzen Geld, sodass wir quasi eine nicht spürbare Preisinflation haben im Ja. Bereich der normalen Handelsgüter. So, wir haben jetzt die ganz, ganz genauen Zahlen nicht gefunden, aber der US-Dollar ist ungefähr auf das anderthalbfache der Menge noch vor einem halben Jahr aufgepumpt worden. Genau, die Fed-Bilanzsumme wurde auf das anderthalbfache Würdest du auch sagen, dass erhöht. man die aktuellen vollkommen krassen, also der Jörn hatte ja jetzt gestern in Wittenberg was erzählt von 4 Billionen Konjunkturprogrammen, die ausgerechnet in die fossilen Energieträger reingebuttert werden sollen. Könnte man auch sagen, dass diese massiven Geldsummen, von denen da die Rede ist, auch letztendlich dazu dienen, die Gelddruckerei anzuschmeißen? Das heißt, es wird eine Inflation, Schrägstrich Hyperinflation in Gang gesetzt. Genau, das ist das Ja. Szenario, was wir jetzt über oder So. was wir erleben. Und Nur, dass es das. eben im Vergleich zu Amerika nicht bei den normalen Leuten ankommen wird, Ja, genau. so wie Hier es jetzt läuft verteilt es wieder wird. wie immer über die Banken, über die Großkonzerne, der Mittelstand. Hatten wir vorhin auch dieses, da gibt es jetzt ich habe das gar nicht so mitgeschnitten, dass da jetzt sozusagen von Regierungsseite geradezu ein Aufruf zur Insolvenzverschleppung im Moment aktiv ist. Und der läuft irgendwie Ende September aus. Das heißt, im Oktober gibt es eine riesige Pleitewelle. Mit dem entsprechenden Genau. Einbruch der Steuereinnahmen, Gewerbesteuer für die ganzen Kommunen. Das heißt, hier läuft es darauf hinaus auf einen Totalcrash und Donald Trump, der ja so unpopulär ist, weil er ja angeblich alles falsch macht, der macht es genau andersrum, oder? Ja, der hat die Federal Reserve Bank verstaatlicht, BlackRock noch mit an die Leine genommen und hat Geld an die Bevölkerung ausgeteilt, damit die normalen Menschen ihre Mieten, ihre Verpflichtungen und ihren täglichen Bedarf decken können. Und bei uns wird es ein solches Programm nach jetziger Lesart nicht geben, weil die Insolvenzwelle wird kommen. Die Leute werden noch dieses Jahr ein Problem kriegen und es hat niemand auf der Uhr, dass das wirklich noch so stark reinschlagen wird. Und da das Geld nicht an die normalen Leute ausgeteilt werden wird, wird es zu massiven Entlassungswellen kommen, zu Zahlungsausfällen. Und wenn die Bevölkerung nicht unterstützt wird, wird es auch in den normalen Geldbeutel der normalen Leute ein riesiges Loch reinfressen. Und die Leute haben es nicht auf dem Schirm, dass das noch in diesem Jahr auf sie zukommen wird. Ja, das heißt, auf der einen Seite droht die Insolvenz, der Totalzusammenbruch der Wirtschaft, auf der anderen Seite droht die Entwertung des Geldes durch Hyperinflation. Genau, also Totalverlust würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, aber manche Branchen, die jetzt schon in der jetzigen Krise schon gebeutelt sind, wird es noch schwerer treffen. Die ganze Unterhaltungsbranche, Reisebranche, Ja. Gastronomie, die eh schon leiden, wird es noch viel heftiger treffen. Und wenn die Leute insgesamt weniger in der Tasche an Geld haben, können sie einfach weniger konsumieren und
setzt damit so eine Art Spirale in Gang. Ja. So. Und Donald Trump macht es genau andersrum. Das heißt, er hat die Federal Reserve verstaatlicht, schmeißt die Druckerpresse an, druckt Geld ohne Ende und schüttet es aber dahin, wo es gebraucht wird, nämlich direkt ins Volk als Helikoptergeld. Und hat massive Steuererleichterungen durchgeführt. Genau, aber das ist ja nie. Er macht es ja trotzdem. Er treibt ja die Hyperinflation voran. Mhm. Das heißt, das kann er auch nicht unendlich lange machen. Er muss dann auch ein Währungsreset irgendwann durchführen, aber bis dahin hält er die Binnennachfrage der Bevölkerung aufrecht und stützt damit die Wirtschaft, sodass es nicht zu solchen schlimmen Folgen kommen wird wie bei uns, wenn es so weitergeht, wie es im Moment aussieht. Aber nur mal kurz reingegrätscht, weil wir hatten es ja vorhin davon, ja, es kommt auf jeden Fall eine Währungsreform. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr mächtige Akteure in diesem Machtspiel gibt, die tatsächlich dieses Mal das so machen wollen, wie es bei Monopoly immer ausgeht. Bei Monopoly ist es ja am Ende auch so, einem gehört alles und die anderen haben nichts mehr und der hat dann das Spiel gewonnen. Wenn man sich dann noch überlegt, dass die Langzeitstrategie der, sagen wir mal, Illuminaten, damit jeder weiß, wovon wir reden, der Weltkommunismus ist, dann könnte man ja auch sich überlegen, okay, sie wollen das Bargeld abschaffen, sie wollen tatsächlich die Komplettüberschuldung im Gesamtsystem, das heißt, alle sind in der Schuldenfalle gelandet, was kommt, ist die Totalenteignung und es wird einfach eine Abschaffung des Privateigentums durchgeführt, gibt es ab sofort nicht mehr, weil uns gehört jetzt alles und euch gehört gar nichts mehr und wir leben in einem globalen Zuteilungsstaat, wo du quasi nur dann Guthaben hast auf deiner gechippten Kryptowährung, wenn du dich gut benimmst. So. Ja, das ist der Wunschtraum der früheren Eliten, was genau hoffentlich das wäre für mich mal auf jeden Fall sozusagen Horror-Szenario Nummer 1. Ja. Jetzt kommt Szenario Nummer 2. Wir kriegen Sound Money. Stabiles Geld. Was eben nicht so wie diese Fiat-Geld-Geschichte, die wir jetzt als weltweites Monopol haben, komplett immer weiter entwertet wird. Was die schlimmste Enteignung eigentlich, das ist eigentlich im Prinzip ein Diebstahl an der arbeitenden Bevölkerung. Du hast keine Möglichkeit, dein Geld als Wertspeicher zu benutzen, weil es dir weginflationiert wird. Genau, darauf wollte ich eigentlich auch nochmal zu sprechen kommen. Wir leben jetzt in einem Umfeld der Inflation, was ja die Deflation jetzt überdeckt. Also wir haben ja keine große Deflation, keinen Zusammenbruch des Aktienmarkts in dem Sinne gesehen. Wir haben keinen Zusammenbruch des Bondmarkts gesehen. Wir haben keinen Zusammenbruch des Immobilienmarktes gesehen, den es höchstwahrscheinlich auch nicht mehr geben wird, weil man das mit der Hyperinflation jetzt schon komplett abgefedert hat. Was? Ja gut, aber die Inflation wirst du auch nicht mehr los. Das heißt, es muss jetzt immer weiter hyperinflationiert werden. Genau, und das ist halt das Schlimme, was die Leute nicht erkennen wollen oder viele nicht erkennen wollen, die jetzt ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und versuchen, ihre Renten in Zukunft und ihr Leben damit zu gestalten. Mhm. Viele sind investiert in Lebensversicherung, Rentenversicherung, Sparbuch, Girokonto und diese ganzen Sachen werden in dieser Spirale der Inflation jetzt komplett wegentwertet, außer man geht noch in die wenigen Schlupflöcher, die noch übrig sind. So, und was kann der Zuschauer machen? Wo soll er sein, wenn er Geld übrig hat, wo soll er es hinpacken, damit es ihm nicht kaputt inflationiert wird? Gut, da kannst du bestimmt 100 Leute fragen, du kriegst 100 Meinungen dazu, 100 Ideen. Wir haben ja auch lange recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt. Und für mich ist es ganz klar, dass die beste Möglichkeit, wie man sich jetzt noch retten kann, zumindest wenn man ein Kleinanleger ist, und so 5, 10 oder 20.000 Euro angespart hat, muss man meiner Meinung nach in physisches Silber gehen, weil im Moment die Kosten für physische Silbermünzen so weit runtergedrückt sind oder die es einfach so günstig im Angebot gibt, dass es meiner Meinung nach jetzt im Moment gerade das unterbewertetste Asset ist, was man erwerben kann. Und was auf jeden Fall dazu geeignet ist, und dafür muss es auch sein, dass man seine Lebensarbeitszeit über diese Zeit der Krise, in der wir uns jetzt befinden, drüber retten kann und wenigstens die Kaufkraft so hin erhalten kann, dass man hinterher nicht schlechter gestellt ist als jetzt. Ja. Gut, nun ist ja traditionell Silber anfällig gewesen für eine Flutung des Marktes mit neuem Silber. Deswegen hat es als Geld traditionell in der Historie nie so gut funktioniert wie Gold.
ich würde auf jeden Fall sagen, Gold kann man mit dazu zählen. Gold hat sicherlich eine garantierte Wertstabilität. Zu dem Thema, worüber wir eigentlich auch noch ein bisschen reden wollen, kommen wir gleich, denn ich kann es ja wieder nicht lassen. Ich muss ja auch über den Bitcoin reden und über die Kryptowährungen. Ja, das ist mal das. Aber ich meine, was sich jetzt abzeichnet, ist ja so ein bisschen, alle reden von Sound Money und meinen damit eine Rückkehr zum Goldstandard. Und da sehe ich ganz klar das Problem, dass die ganzen Goldhaufen sich eh schon da angesammelt haben, wo genau die Leute sitzen, die uns ihr Zentralbanksystem aufoktroyiert haben und auch nicht aufgeben wollen. Das heißt, was ich als Hauptziel für uns alle formulieren würde, wäre, dass wir uns aktiv beteiligen an einer Entmonopolisierung des Geldes. So. Das ist aber mit Gold nicht zu machen, weil die Bevölkerung einfach nicht über die entsprechenden Ressourcen verfügt, sondern das ist... Ja, du kommst auch nicht ran. In wenigen Händen ist das verteilt. Es ist jetzt schon in wenigen Händen verteilt und eigentlich auch, also jetzt mal statistisch gesehen, ziemlich genau in den Händen von den Leuten, die dieses Zentralbanksystem kontrollieren. Richtig? Guck mal, ich überleg mal, was im Moment für ein Geschachere losgeht. Venezuela sagt, ach, wir haben ja Goldreserven und ein Londoner Handelsgericht beschließt, ja, die kriegen die nicht. Da kann man, sag mal, kann man noch mal eine Woche lang drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet und ob Venezuela dann streng genommen eine britische Handelsniederlassung ist, wenn die Briten darüber entscheiden, ob das Gold da liegen darf oder ob das ein souveräner Staat ist. Kann man, übrigens, ganz lustig, ne? Man muss die Videos immer spiegeln. Wir haben hier schwarz, weiß, rot. Ja, so. Und ist übrigens purer Zufall. Jetzt würde ich nämlich deswegen gerne darauf kommen. Was wir brauchen, ist Sound Money. Das haben viele Leute nicht verstanden. Natürlich gibt es auch andere Konzepte, zum Beispiel Schwundgeld, zinsfrei fließende Gelder, ist auch ein hochspannendes Thema. Aber es hat zumindest schon mal für alle einen Riesenvorteil, wenn eine Geldwertstabilität besteht. Und da ist traditionell eine Anbindung an Gold das, was immer gemacht wurde bisher. Ich behaupte, es gibt mittlerweile etwas viel Besseres und das ist der Bitcoin. Und deswegen benutzen wir jetzt vielleicht nochmal die letzten Minuten dieses Videos, dass wir mal für die Zuschauer so ein bisschen den Kryptomarkt erklären. Genau, also ich bin da recht tief drin. Du, Jens, hast dir viele Sachen angeguckt und es ist ja ein Thema, was die Bevölkerung und auch die Leute in der Wahrheitsbewegung spaltet. Jeder hat eine Meinung zu den ganzen Kryptowährungen und Bitcoin. Es gibt viel Halbwissen dabei und jeder hat andere Ansichten. Ich würde gerne vorwegstellen wollen, dass wir sind keine Verkäufer. Wir wollen das Thema nicht anpreisen, irgendjemanden irgendwas anbieten, sondern jeder muss selber recherchieren, was es ist und sich erstmal informieren, was es überhaupt gibt. Und in der Kryptowelt ist es erst einmal so, ja, dass es ja verschiedene Kryptowährungen gibt, die verschiedene Ansprüche haben und auch für verschiedene Sachen geeignet sind. Und das, was ganz viele Leute nicht verstanden haben, ist, was Bitcoin in dieser Kryptowelt eigentlich ist und was es nicht ist. Die meisten denken, man wird in Zukunft, in 10 oder 20 Jahren, an der Kasse einfach mit Bitcoin bezahlen und über die Bitcoin-Blockchain wird das alles laufen und dass Bitcoin quasi sowas ist wie die neue Verrechnungseinheit und so benutzt wird wie Giralgeld im Moment. Das ist es aber nicht. Definitiv nicht. Denn Bitcoin ist, so ist es angelegt und so läuft es ja auch schon die ganze Zeit, es kann nur eine Art Goldersatz auf Kryptobasis sein. Ein Wertspeicher, ein weltweit anerkanntes Asset, wo alle wissen, dass es werthaltig ist und das auch nur als Internetschatz, als Internetgold, genau, Schatz anerkannt und genutzt werden wird. Genau. Das heißt, Bitcoin kann nicht das Zahlungsmittel der Zukunft sein, weil es die zwei wichtigsten Kriterien nicht erfüllt. So eine Transaktion an der Kasse muss innerhalb von 1-2 Sekunden durchgeführt worden sein und darf nicht mehr als 2 Sekunden dauern. Wer schon mal Bitcoin gehandelt hat oder irgendwas damit gemacht hat, weiß, dass die Transaktionsgebühren sind locker $5 und das kann auch mal 45 Minuten dauern, bis so eine Transaktion durchgeführt ist. Damit kann man keine Bananen im Richtig. Supermarkt kaufen. Aber es ist auf 21 Millionen Bitcoins auf ewig gedeckelt. Das heißt, du hast diesen Raritäts-, diesen Knappheitsfaktor, genau, so genau wie beim Gold, eigentlich sogar noch viel besser als beim Gold. Zweiter Punkt, du brauchst kein physisches Gold kaufen.
Und drittens, es ist ohnehin von der Konstruktion her für nichts anderes gedacht, als der neue Goldstandard zu werden. Das heißt, für mich ist die Kurzversion Bitcoin, wenn es knackbar wäre, es gibt so deutliche Anzeichen dafür, dass das Zentralbankmachtsystem den Bitcoin nicht möchte. Sie haben versucht, ihn zu diskreditieren. Jetzt gab es neulich das mit diesem Pedocoin, der angeblich abgestürzt sei, weil Ghislaine Maxwell verhaftet wurde. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin auf CoinMarketCap gegangen und habe gesehen, da ist nichts abgestürzt. Das Ding liegt die letzten Wochen absolut stabil. Das heißt, es wird überall diskreditiert. Warum? Ja, weil der Bitcoin ein Goldstandard ist, der aber komplett dezentral ist und auch dezentral bleibt. Du brauchst keine Banken mehr, du brauchst gar nichts mehr. Jetzt stell dir mal vor, du wärst Milliardär und würdest beschließen, du willst 2 Milliarden Euro in Gold, in physischem Gold anlegen. Das geht überhaupt nicht. Genau, das ist im Moment völlig unmöglich. Und jetzt stell dir mal einen Ortswechsel vor, du willst das Gold mitnehmen und das geht überhaupt nicht. Aber ein Bitcoin, 2 Milliarden in Bitcoin, die lädst du dir auf deine Hardwallet. Das Ding sieht so aus wie ein USB-Stick. Ja. Damit fliegst du überall hin. Und du brauchst noch nicht mal eine Bank, um es wieder in irgendwas anderes umzuwandeln. Du machst es einfach. Genau. Ja. Aber wir wissen ja, was Bitcoin ist und was Bitcoin nicht ist. Jetzt in Bitcoin zu investieren, ist quasi schon eine Investition in die Zukunft. Aber der Bitcoin-Markt im Moment ist halt nicht frei von Manipulation. Denn man kann, ohne einen von den wenigen Bitcoins zu besitzen, komplett den Markt in die eine oder andere Richtung schieben. Und das machen die Akteure im Moment auch über die Futures-Märkte. Also, Leute. Da wettest du auf das Abstürzen. Genau. Du wettest mit einer riesigen Summe und beeinflusst damit den tatsächlichen Bitcoin-Kurs, ohne dass eigentlich irgendwas Substanzielles passiert ist. Genau. Mit unendlichem Fiat-Money kannst du im Moment die Bitcoin-Kurse nach oben oder nach unten manipulieren, wie du willst, darauf wetten und damit einen großen Gewinn einfahren. Das beeinflusst natürlich voll den Bitcoin-Kurs im Moment. Das heißt, wer da jetzt rein investiert und ängstlich ist und bei 20-30% Verlusten sofort wieder verkauft, der sollte wirklich davon Abstand nehmen lassen. Aber, und das können wir voraussagen, in Zukunft, wenn das Ende der Fiat-Währung kommt, und das ist ja jetzt schon absehbar, werden auch die Großinvestoren merken, dass der Bitcoin das letzte Ressort ist, wo sie auch noch ihre ganzen Milliarden reinstecken können, ohne das am Ende zu verlieren. Das wird weder am Bondmarkt funktionieren noch am Aktienmarkt. Das ist aber dann letztendlich so ähnlich wie beim Gold. Du kaufst ja auch nicht Gold, um damit zum Rewe zu gehen, sondern weil du was übrig hast, was du als Wert, als stabilen Wert speichern willst für später. Und meiner Meinung nach kauft man nicht Bitcoin, um damit zu traden, sondern weil man was übrig hat, was man für die Zukunft einfrieren will als Wert. Und der Bitcoin wird massiv nach oben gehen, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Wir haben eben gerade nochmal geguckt, diese Nachricht, das ist noch nicht so richtig hochoffiziell, aber PayPal will sich für Bitcoin öffnen. Und das ist echt schon mal eine News, würde ich mal sagen, weil die sich damit gerade zu einem Clearinghouse machen. Das heißt, PayPal wird, wenn das wirklich so kommt, eine Schnittstelle zwischen der Fiat-Welt und der Kryptowelt. Wenn die dir das als Dienstleistung anbieten, dann ist das nämlich genau dieses, worauf wir jetzt alle warten im Moment, dass sozusagen die Kompatibilität durch irgendeinen Dienstleister so gegeben ist, dass du es idealerweise gar nicht mehr merkst. Genau. Du ziehst einfach deine Karte durch und hast bezahlt. Und du hast eigentlich in Bitcoin gezahlt. Und um den Rest kümmert sich das Unternehmen. Ja, und wenn die jetzt aber schon ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, dann wissen die schon, wo die ganze Sache hinkommt. So sieht's aus. Am Ende müssen sie alle rein, weil was sollen sie sonst noch kaufen? Und für mich, für meinen Teil, ist es aber so, ich selber besitze keine Bitcoins, aber ich habe das trotzdem erkannt, welches Potenzial das hat und welchen Stellenwert Bitcoin in Zukunft einnehmen wird. Ich persönlich möchte natürlich auch meine Lebensarbeitsleistung abspeichern und habe deswegen in physisches Silber investiert und bin trotzdem aber in der ganzen Kryptowelt als Trader unterwegs. Mhm. Das heißt, ich habe von verschiedenen Kryptofirmen Aktien in meinem Portfolio und diese ganze Sache läuft aber über das Ethereum-Blockchain-Netzwerk. Die ganzen Smart Contracts, übrigens auch ein wichtiges Thema, über das man sich informieren sollte. Das ist fast noch spannender, als dass man über die Blockchain-Währungen abbilden kann. Fast noch spannender ist das Thema der Smart Contracts. Die Smart Contracts laufen im Moment alle über die Ethereum-Blockchain. Na, nicht alle, aber zumindest die Firmen, die mit einer sogenannten Initial Coin Offering an den Markt gegangen sind und ihre Firmenaktien unters Volk gebracht haben, die laufen zu über 95% über das Ethereum-Netzwerk. Und das ist quasi auch die
die Begründung, warum es Ethereum geben muss, weil man muss ja für eine Transaktion immer eine Gebühr zahlen und auf der Ethereum-Blockchain läuft das nun mal über... Ja, also Bitcoin ist quasi der Internet-Goldstandard. Genau. Und gleichzeitig auch digitales Cash, weil viele glauben, das wäre so wie Bargeldabschaffung. Ist es ja nicht. Ethereum ist sozusagen die Marktführer-Blockchain für Smart Contracts. Und dann gibt es sozusagen im Moment noch, wobei ich das nie verstanden habe, warum man das braucht, aber sehr populär, sagen wir mal, sind auch noch die sogenannten Stablecoins, die eine fast hundertprozentige Anbindung zum Beispiel an den US-Dollar haben. Das heißt, die entwerten in der gleichen Geschwindigkeit wie der US-Dollar entwertet. Genau, die heißen Stablecoins, obwohl sie genauso abwerten mit der Hyperinflation wie der Dollar. Mhm. Aber die sind sehr wichtig, zumindest für mich als Trader, weil wenn ich bei meinen Kryptoaktien Gewinne generiere, dann muss ich die ja eintauschen in irgendeine Währung, wenn ich sie wieder in andere Aktien investieren will. Mhm. Das macht man üblicherweise über diese Stablecoins, wie zum Beispiel Tether. Oder demnächst werden wahrscheinlich die institutionellen Zentralbank-Kryptowährungen kommen, wie der chinesische Krypto-Yuan, der diese Woche gestartet ist. Man bekommt ohnehin nicht daran vorbei, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Genau. Stablecoin insofern, ich habe mir gesagt, wieso nennen die sich Stablecoin? Wenn die sich an US-Dollar binden, sind sie ja nicht stable, aber die sind insofern stable, als sie komplett abgeschirmt sind von der Manipulierbarkeit durch Futures-Märkte. Genau, wenn es die Futures-Märkte nicht mehr geben würde, bräuchtest du diese Sache. Das heißt, die sind stabil, genauso stabil wie der US-Dollar, nicht so wie der Bitcoin, wo irgendein Wal auf den Absturz von Bitcoin wetten kann mit 20 Milliarden und dann rutscht der auch runter. Genau, weil wenn ich meine Aktien jetzt zum Preis X verkaufen möchte und in einer Woche die weiß, dass da eine neue Firma an den Markt geht, von der ich vielleicht Aktien kaufen will, dann lasse ich das wiegen und dann möchte ich meine 500 Euro oder 1000 Euro gerne noch 500 und 1000 Euro haben, aber wenn ich es in Bitcoin angelegt habe und ein Wahl auf Bitcoin dann fallende Kurse wettet, dann habe ich vielleicht für meine 500 Euro nur noch 300 und das tue ich mir nicht an. Also, ich denke mal, wir runden ab. Wir sind jetzt schon über 20 Minuten. Einfach nur, also weder der David noch ich wollen euch irgendwas verkaufen. Mir geht es bei dem ganzen Thema so ähnlich wie Oliver Janich. Ich war extrem pessimistisch, was die Zukunft dieser Welt anbelangt, bis ich verstanden habe, wie die Kryptowährungen funktionieren. Und da habe ich gedacht, okay, das ist unsere Backdoor, um das Geldmonopol zu knacken. Weil wir müssen es einfach nur machen. Und je mehr Leute mitmachen, umso krisensicherer wird das ganze Ding. Also einfach mal mit beschäftigen. Das Buch, was ich empfehle, unter anderem, ist Bitcoin Standard. Das habe ich auch in anderen Werken schon, in anderen Videos schon erwähnt, von Amos. Ja. Muss ich mir mal angucken. Guck's dir mal an. Ansonsten, wie immer, kommt aus der Angst, kommt in die Zuversicht. David, da machen wir auch nochmal ein Video irgendwann drüber, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie der Mangel an Angst und sozusagen die Zunahme an Zuversicht wie eine selbsterfüllende Prophezeiung dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit des Gelingens, dessen, wo wir hinwollen, immer weiter zunimmt. Also du behauptest ja, bei 100% Zuversicht ist das Gelingen garantiert. Genau. Und deswegen, wenn die Leute einfach weniger Angst haben und auf das vertrauen, was da gerade passiert, es ist ja ein Aufwachprozess in der Bevölkerung im Gange. Ja. Die Sachen, die da aus Amerika gemeldet werden, die Sachen, die von Wladimir Putin hierher gemeldet werden, sind wirklich erfolgsversprechend. Und ich denke, wir sind aber es geht auch um uns, dass wir tatsächlich ins Tun kommen, in diesen Just-Do-It-Modus und nicht uns fragen, oh, könnte denn beim Bitcoin eine Backdoor sein? Ja, wir haben eben gerade drüber geredet, es könnte ja auch sein, dass die Chinesen 2000 Jahre alte Goldreserven hervorkramen. Ja, dann rutscht der Goldpreis ab. Ne? Ja, man muss halt immer... gibt keine Sicherheit. Man muss eine Analyse durchführen. Die selbsterfüllende Prophezeiung, und die wird dann selbsterfüllend, wenn es tatsächlich einfach auch mit der entsprechenden Zuversicht und dem dementsprechend geringen Anteil an Angst einfach gemacht wird, dass wir in die Richtung gehen, wo wir hinwollen. Genau, also es muss niemand Angst haben, es sind so viele Sachen im Laufen. Ich bin super zuversichtlich, was alles läuft, welche coolen Leute man kennenlernt. Schön, dass du hier bist. Freut mich auch, hier zu sein. Alles klar, dann machen wir für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns. Bis dann. Vielen Dank.